Auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats haben die Vertreter Russlands und der Ukraine schwere Vorwürfe gegeneinander erhoben. In Zusammenhang mit der russischen Attacke auf das Atomkraftwerk Saporischschja sprach der ukrainische UN-Botschafter Serhiy Kishlia von nuklearem Terrorismus. Sein russischer Gegenüber Wassily Lebensja erklärte: Sie versuchen, die Situation so darzustellen, als sei das Kernkraftwerk Saporischschja vom russischen Militär beschossen worden, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei. Diese Behauptungen sind einfach unwahr. Die Stadt Enerhoda, das Kernkraftwerk Saporischschja und die angrenzenden Gebiete wurden bereits am 28. Februar von der russischen Armee unter ihre Kontrolle gebracht. Mehrere Sitzungsteilnehmer warfen Russland in Bezug auf den Angriff auf das AKW einen Bruch des Völkerrechts vor, der Folgen auf die Belegschaft haben könnte. Wir sind tief besorgt darüber, dass die ukrainischen Betreiber ihre Arbeit jetzt unter extremem Zwang verrichten. Der russische Angriff hat die größte Atommacht Europas in große Gefahr gebracht. Er war unglaublich rücksichtslos und gefährlich und bedrohte die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Russland, der Ukraine und Europa. Bei einem Treffen der G7-Außenminister in Brüssel hat US-Chefdiplomat Antony Blinken die ablehnende Haltung der NATO zu einer Flugverbotszone über der Ukraine bekräftigt.